Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zur Online-Kinderkirche. Wo seid ihr, Kinder? Seid ihr dort? Dort? Ah, ihr seid hier. Jetzt habe ich euch gesehen. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sehe, die Entdecker sind da. Ich sehe, die Forscher sind auch da und die Abenteurer sind auch da. So schön, hey, dass ihr... Hey, Kinder! Und auch nochmal herzlich willkommen von mir. Es ist so schön, wieder da zu sein. Ich war so lange nicht mehr da. Hey, Edem, wie geht's dir? Gut. Aber ich will ja nicht stören, ne? Aber ich bin gerade hier in der Online-Kinderkirche und vielleicht magst du von der Bühne runtergehen. Ich mach kurz zu Ende und dann kannst du später nochmal kommen, ja? Ist das okay? Ich gehöre zur Kinderkirche dazu. Ich war immer dabei. Woher kennst du eigentlich meinen Namen? Wer bist du? Erkennst du mich nicht? Nein. Ich gehöre mit zu deinem Team und war immer mit dabei. War jetzt eine längere Zeit nicht dabei, aber ich freue mich riesig, hier wieder mit euch Kindern am Start zu sein. Ach so, jetzt, ich erkenne die Augen. Ja, du bist Martin. Martin, ich dachte, du bist im Urlaub. Nein, Martin ist die im Urlaub. Die großen Augen von Martin, doch. Diese Stimme? Edem. Nein, 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 du hast recht, du hast recht. Jetzt erkenne ich es noch. Die Haare, das ist Tim. Tim hat immer solche Haare. Edem, Tim. Ich bin ein Mädchen. Okay, Eneida, Cynthia, Lynn. Wen haben wir denn noch im Team? Kinder, wisst ihr, wer ich bin? Wen haben wir denn noch im Team? Angela? Edem, eine Chance noch. Angela? Nein. Ich löse auf. Ich bin's, Julia. Hey, Julia. Ich habe dich doch von Anfang an erkannt. Zu sein. Direkt. Mhm. Ja, klar, Martin. Aber warum bist du eigentlich verkleidet? Erzähl mal. Na, auch wenn ich nicht sonntags dabei sein konnte, habe ich die Kinderkirche natürlich immer mitverfolgt. Und die letzte Challenge, da ging es doch drum, sich zu verkleiden. Und ich dachte, diesen Preis hole ich mir. Julia, es tut mir leid, aber du bist ein bisschen zu spät. Du weißt ja, bis Donnerstag kann man die Einsendung bei uns einreichen. Und deswegen tut mir leid. Wir haben auch schon ein paar Gewinner. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Pech. Na gut, aber dann will ich trotzdem wissen, wer die Challenge gewonnen hat. Hast du ein paar Fotos? Haben die Kinder überhaupt mitgemacht? Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Unbedingt. Die Freundschaft, was ist es? Die Freundschaft, ja. Sonnenschein, bist du bei mir, bin ich nicht allein. Super Papa, Beda, Bibida. An diesem Tag, ich weiß noch nicht, geht noch was nicht ohne mich. Hast du das gesehen? Ja. So viele Einsendungen also haben wir bekommen. Da war meine Verkleidung tatsächlich nicht mal ansatzweise gut genug. Ja, das stimmt. Aber wer hat denn jetzt von den ganzen Kindern gewonnen? Erzähl mal. Ich habe gehört, es gibt drei Kategorien diesmal. Richtig. Drei Preise. Entdecker, Forscher und Abenteurer. Wow. Also echt viele Möglichkeiten zu gewinnen. Jetzt sag mal. Soll ich alle sagen? Alle, unbedingt. Auf einmal? Meinst du, du kannst dir merken? Ja. Alright. Bei den Entdeckern hat gewonnen Lukas. Herzlichen Glückwunsch, lieber Lukas. Du siehst richtig cool aus. Total kreativ, ey. Und auf dem Skateboard. Sehr, sehr crazy, kreativ. Ne? Und bei den Forschern haben gleich drei Kinder gewonnen. Drei. Ich glaube, die gehören sogar zusammen. Eine Familie. Ja, Geschwister, ne? Ja. Eliana, Lenio und Ian. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seht richtig cool aus. Ihr auch habt euch ins Zeug gelegt. Kreativ. Und Abenteurer? Stimmt, wir haben noch einen Gewinner. Und zwar Trommelwirbel. Wow, Johannes, der herzlichen Glückwunsch, viele du Challenges hast gewonnen. Gewonnen bei uns und ist sehr kreativ. Er hat seine Unterhose, Socken auf den Kopf, dann noch eine Unterhose angezogen und sein Pulli als verrückt. Hose. Also auf die also Idee ich kann das nicht nachmachen nicht und ich mache das auch nicht nach, glaube ich. Aber herzlichen Glückwunsch, cool. Liebe Kinder. Ja. Wir schicken euch auf jeden Fall unseren Preis zu. Aber Edem, ich verstehe nicht, normalerweise war die Challenge immer ein bisschen später im Programm. Warum haben wir es direkt an den Anfang gezogen? Naja, wir dachten uns, wir haben einen etwas veränderten Ablauf heute. Mhm. Ja, und du wirst gespannt sein, das wird richtig cool. Wir haben heute eine etwas längere Geschichte und du darfst auf jeden Fall das nicht verpassen. Kinder, ihr dürft es auch nicht verpassen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es wird richtig genial. Unbedingt. Ich war lange nicht mehr da, jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Aber ich vertraue meinem Team, die sind kreativ und ich weiß, dass da immer gute Ideen bei rauskommen. Deswegen glaube ich bestimmt, dass es richtig gut wird. Haben wir aber jetzt die Spiele auch über Bord geworfen? Nein, Spiele machen wir. Nee, das geht Wollen wir jetzt nicht. Die Spiele machen? Unbedingt. Also lasst uns Spiele spielen.
Eneida, es freut mich sehr, dass du heute mit uns die Spiele spielst. Ja, danke. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Liebe Kinder, wir haben schon einige Rätsel mit euch gespielt. Wir haben Pantomime dargestellt, wir haben Fotorätsel gehabt und wir haben sogar was gemalt. Aber irgendwas fehlt. Genau, das stimmt. Ihr habt vieles gemacht, aber ihr habt noch nie Geräuscheraten gemacht. Stimmt, Geräuscheraten. Heute haben wir ein brandneues Spiel für euch mitgebracht und dafür müsst ihr einmal eure Ohren spitzen. Genau. Ihr zu Hause seid herzlich willkommen. Die Kinder dürft gegen eure Eltern spielen oder gegen eure Geschwister spielen. Genau, und dann würde ich mal sagen, los geht's mit dem ersten Geräusch. Ja, das hört sich irgendwie nach einem Ball. Irgendwas ist umgeworfen. Kinder, kommt ihr drauf? Sollen wir mal auflösen? Genau, das machen wir. Bowling, das habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Genau, jetzt kommt das zweite Geräusch. Das kommt mir bekannt vor. Genau, das ist so wie Wasserfall. Ein Wasserfall? Ja, ich glaube, dass das so... Jetzt, das ist eine Spülung. Und was für eine Spülung? Eine Toilettenspülung. Kinder, seid ihr drauf gekommen? Sehr schön. Machen wir weiter mit dem dritten Geräusch, oder? Genau. Ja, das hört sich nach einem Ruf. Nach einem Hilferuf? Nein, ein Tier. Klingt aber auch wie eine Flöte. Sollen wir es mal auflösen? Genau, machen wir das. Ach, eine Eule, ein Eulenruf. Höre ich nicht so oft hier in Hamburg. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir das vierte Geräusch. Oh oh. Oh, das passiert bei mir zu Hause ab und zu mal. Und das, genau, das ist was kaputt gegangen. Und was genau? Das ist ein Teller, der kaputt gegangen ist. Ach, verstehe, verstehe. Machen wir gleich weiter mit dem fünften Geräusch. Lin, ich glaube, dass das nach einem Schwein sich anhört. Klingt eher wie ich im Tiefschlaf. Sollen wir mal auflösen? Genau, machen wir das, das ist besser. Ah, Katzenschnurren. Ach, genau, eine Katze, die sich entspannt hat. Jetzt kommt das letzte Geräusch. Da. Das hört sich so an wie bei mir im Krankenhaus, wo ich arbeite. Gibt es, wenn die Patienten so krank sind und machen sollen Geräusch. Verstehe. Nase putzen? Genau, Nasenputze, das war's. Gute Besserung. Ja, jetzt freuen wir uns über Edem. Edem hat was Besonderes vorbereitet. Kinder, macht eure Augen auf und eure Ohren. Jetzt los. Vielleicht kennst du das auch. Du hast etwas geplant, dir etwas überlegt, was du schon immer mal machen wolltest und dann plötzlich kommt alles anders als geplant. Also ich kenne das auch. Etwas, was du vorhattest, was du machen wolltest, das kann auf einmal nicht mehr stattfinden. Vielleicht hast du geplant, dieses Jahr deinen Geburtstag ganz groß zu feiern mit deinen Freunden, vielleicht im Kino, vielleicht in der Spielscheune. Und das kann einfach nicht stattfinden wegen Corona. Oder auch euer Urlaub, den ihr vielleicht als Familie geplant habt in ein anderes Land. Und auch das kann nicht stattfinden. Und alles kommt anders als geplant. Ich kenne das auch. Und was nun? Ist man jetzt verzweifelt? Ist man traurig? Macht man sich Sorgen?
Gott, hast du vielleicht eine Antwort? Das sind Fragen über Fragen über Fragen. Und so ähnlich dachten auch die 6 Freunde aus den verschiedenen Städten, die ich euch gleich vorstellen werde. Und 2 von ihnen werden wir gleich kennenlernen. Denn diese 6 Freunde hatten einen Missionseinsatz geplant. Denn die wollten nach Tansania. Ein Missionseinsatz ist etwas, was man macht, um woanders hinzugehen, in ein anderes Land, um dort den Menschen Gutes zu tun. Ja, vielleicht auch von der Botschaft von Jesus zu erzählen und mit ihm Zeit zu verbringen. Und das hatten die 6 Freunde geplant. Allerdings kommt alles anders als geplant. Kinder, eure Aufgabe ist es jetzt, diese Geschichte, die wir uns jetzt gleich anschauen werden, mal genau zuzuhören und genau eure Ohren zu spitzen, um zu gucken, was hier erzählt wird. Denn es ist eine etwas längere Geschichte, etwas länger als wir die Geschichten hier sonst so kennen. Und wir werden diese Geschichte über mehrere Wochen hören. Und deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Eins kann ich schon mal sagen, alles begann in Wuppertal, in einer Stadt in Deutschland. Es ist echt schade, dass wir jetzt doch nicht nach Afrika fliegen konnten. Obwohl es gut ist, Leute in Bonn, Düsseldorf, Siegburg und Hamburg zu kennen, weil wir ja auch außerhalb mal was machen können. Ja, das stimmt. Dankeschön. Wow, hier hat sich echt viel Zeug angesammelt. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Guck mal, da ist eine Kiste auf dem Schrank. Bestimmt finden wir jetzt einen Schatz. Ja. Oh, guck mal, das ist ein Buch. Ein Schatz. So wie das eingebunden ist, könnte das wirklich ein Schatz sein. Da steht Fußwaschung. Verstehe ich irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht. Aber die Frau hat voll tolle Haare. Ist das nicht sehr wunderbar? Oder? Ich weiß nicht, also sieht ein bisschen so aus. Wir haben wirklich eine Schatzkarte gefunden. Oh, und die Rosen, die sehen echt schön aus. Ist das nicht auch da bei den Rosen? Im Rosengarten meinst du? Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Was ist das eigentlich für ein Zettel? Ist das nicht die Vorwahl von Hamburg? Ich rufe da jetzt einfach an. Okay, aber ich glaube nicht, dass da jemand reingehen wird, weil die Nummer ist so alt. Ich rufe da jetzt einfach an, das wird lustig. Hallo, Maike Homberg hier, wer ist da? Wer sind Sie? Wie gesagt, Maike Homberg, wer ist denn da? Also, wir haben hier ein Buch gefunden mit Ihrer Nummer und ich habe schon ein paar Fragen an Sie. Wie lautet Ihre ID-Nummer? Sind wir jetzt hier bei Mission Impossible oder wie? Ich habe einfach nur Fragen an Sie. Womit rufen Sie mich an? Mit meinem Handy? Womit soll ich denn sonst anrufen? Also, können Sie das auf Ihrem Display nicht sehen? Diese Leitung ist nicht sicher. Legen Sie sofort auf. Wir werden Kontakt zu Ihnen aufnehmen und achten Sie darauf, ob Sie verfolgt werden. Lass uns das Buch noch mal genauer angucken. Wir können in den Botanischen Garten gehen und Kaffee trinken. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Jetzt ernsthaft, 70 Jahre, kein Hinweis, kein Wort, nichts? Na, du musst es ja wissen. Code 5 Städte. Es geht los. Schon ein Bild vom Elisenturm drin war. Vielleicht ist hier ja auch irgendwas. Ja, weil wir sind ja auch direkt jetzt hier beim Elisenturm, ne? Und es also war bestimmt ein Hinweis. Ich weiß irgendwie noch nicht genau, was dein Opa damit zu tun hat, aber ich vielleicht auch. Finden wir es heraus. Ja. Also da ist dein Opa und da ist der Prinz von Holland. Warum auch immer. Die Speicherstadt in Hamburg.
die Fußwaschung? Was es zu bedeuten hat, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall... Wo alles begann, auf dem historischen Balkon eine Mauer sich fand, sie verbarg die Wahrheit, die alle Zeiten besteht. Komisch. Und das ist der Wunderbau, also... Das ist eine Schatzkarte und wieder ein Hafen, also zum zweiten Mal. Und ein Schiff. Warum wohl am Elisenturm Blumen sind, also Rosen? Ich weiß auch nicht, hier gibt es doch nur einen Rosenstrauch. Hier gibt es nur da hinten einen Rosenstrauch. Und diese Frau, ob die damit irgendwas zu tun hat? Da ist wieder der Turm. Und irgendein Samen eingeklebt. Also die Rosen waren ja im 17. Jahrhundert ein Zeichen der Christen, aber ich weiß nicht, vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Aber was der Drachenbaum damit zu tun hat, weiß ich auch nicht genau. Und es ist Düsseldorf-Rheinbrücke. Aber warum ist das denn zusammen mit dem Elisenturm in einem Buch? Ich weiß nicht, hier sind ganz viele Sachen irgendwie. Das ist auch hier irgendwo. Sankt Servatius. Und eine Karte von Tansania. Wo wir hin wollten. Sollen wir einfach mal zum Wunderbau fahren? Ja, weil irgendeinen Grund muss es ja haben, dass es auf dem Wunderbaubild irgendwas steht. Ja. Wo alles begann, auf dem historischen Balkon eine Mauer sich fand, sie verbarg die Wahrheit, die alle Zeiten besteht. Den müsst ihr jetzt suchen. Irgendwie sehen die Steine nicht aus, als würden sie so dahin gehören. Sollen wir mal schauen, ob wir es auseinander... Oh. Da ist irgendwas. Ich hoffe mal, wir kriegen das da raus. Ja. Das ist ein altes Buch, aber irgendwie ist es nicht komplett. Karte? Oh, warte, das ist ein Brief. Und noch ein Stück Buch. Aber irgendwie kann man den Brief nicht lesen. Das sieht aus wie, also, liebe Freunde. Die Person hat sich auf jeden Fall beeilt, aber... Liebe Freunde heißt das, glaube ich. Das kann ich nicht lesen, aber das sieht aus wie ein Der und Flucht. Ja, vor den... Aus Tansania weg. Die Person war auch in Tansania. Ihr wisst, woher ich komme und wer der Fisch bedeutet. Was der Fisch bedeutet? Aber was für ein Fisch? Ich weiß nicht. Ist hier ein Fisch? Was ist da drin? Ich guck mal. Noch mehr Umschläge. Okay. Das ist noch ein Brief. Ach, der ist auf jeden Fall auch besser zu lesen. Hier ist noch was drin. Fische. Ah, okay, Fische. Ich lege die mal hier zur Seite. Und was ist da noch drin? Ja. Und was soll das jetzt heißen? Komm, wir lesen mal diesen Brief. Hallo, ihr Lieben. Wir schreiben das Jahr 1823. Nun hat die spanische Grippe auch China erreicht. Die Missionsgesellschaft empfahl mir dringend abzureisen. Und so habe ich die beschwerliche Reise nach China und zurück viel schneller hinter mich gebracht als geplant. Nun bin ich schon seit einem Jahr wieder in Köln und vermisse euch sehr. Aber der Herr weiß, wozu all das gut ist. Und ich will ihm vertrauen, dass alles, so wie es ist, seine Richtigkeit hat. Ich hoffe, dass meine Briefe euch erreichen. Wenn ja, wisst ihr schon, um die besorgniserregenden Schwierigkeiten hier in Deutschland. Auch wenn ich nur verborgene Andeutungen machen konnte. Aber wenn ihr diesen Brief in den Händen haltet, habt ihr meine kleinen Geschenke, die Rosenkette und das Bild vom Garten richtig verstanden. Unsere Bemühung, die Bibel in allen Sprachen dieser Welt zu übersetzen, ist nicht unentdeckt geblieben. Und eine Organisation,
die sich die Verhinderer nennt, hat sich im Untergrund formatiert, unser Vorhaben aufzuhalten. Ich befürchte, sie verfolgen mich, um mir den schon übersetzten chinesischen Teil der Bibel und den deutschen, welche ihr mir anvertraut habt, abzunehmen und zu vernichten. Ja, ihr lest richtig. Durch meine langweilige Zeit allein in Deutschland ist es mir gelungen, den Teil der Bibel, den ich habe, fertig zu übersetzen. Und mehr noch. Ich habe die kostbare Schrift, die ich habe, abgeschrieben, nachdem meine Organisation mir mitteilte, dass ich in der nächsten Woche zurück nach China kann. Ich freue mich so sehr auf mein China und die Christen dort, die mir so sehr ans Herz gewachsen sind. Traurig und schwer wird mir mein Herz, nur bei dem Gedanken an euch. Ich werde beim großen Wiedersehen und Tauschen der Bücher nicht dabei sein können. Nach langem Überlegen habe ich entschieden, China niemals wieder zu verlassen. Zu sehr hat der Herr meine Liebe in dieses Land und den Verlorenen dort geweckt. Damit das Buch nicht in die Hände von Verhinderern fällt, habe ich das Original und die Übersetzung hier für euch verborgen. Ihr habt meine Hinweise gut verstanden, sonst wäre der Buchfund nicht möglich gewesen. In China werde ich mich bemühen, weitere Teile der Bibel zu bekommen, und weiter diese zu übersetzen. So der Herr will, werden wir uns noch in dieser Zeit sehen. Sonst freue ich mich auf die Ewigkeit mit euch. In tiefer Liebe verbunden, euer Hans. Also sind das also von einem Rosenkranz Perlen? Ja. Das wissen wir jetzt schon mal. Aber der Rest, also mit dem kaputten Buch und so? Hier ist ja noch was drin. Ah, also ist das der übersetzte Teil von der Bibel? Ja, in Kiswahili. Ja, genau. Und dann ergibt das auch Sinn mit dem Rosenkranz, der für Fürbitte steht, und mit den Fischen. Wir müssen auf jeden Fall den anderen Bescheid sagen. Ja, das machen wir. Weil wenn wir in Wuppertal schon so viel gefunden haben, dann gibt es in Siegburg und so auch auf jeden Fall noch was. Wahrscheinlich haben die dann die anderen Teile der Bibel. Dann können wir die zusammenfügen. Okay, dann lass uns nach Hause gehen, dann sagen wir den anderen Bescheid. Ich glaube, wir haben uns so noch gar nicht gesehen, deswegen stelle ich mich mit einem vor. Hallo, ich bin Maike aus Wuppertal, Lisa, und ich wollte gerne von Wuppertal aus mit euch zusammen auf den Missionseinsatz nach Tansania gehen. Und da der ja wegen Corona abgesagt wurde oder verschoben, haben wir uns in der Gemeinde freiwillig gemeldet, ein bisschen aufzuräumen und so, und dann haben wir eine Lage aufgeräumt und wir haben ein altes Buch gefunden. Warum ich euch das erzähle, ist, dass da ganz viele Sachen, also Menschen, Orte und so, aus euren Städten, mit denen wir eigentlich nach Tansania gehen wollten, drin sind. Ich das ganz interessant fand. Lisa und ich sind mal den Wuppertaler Hinweisen hinterhergegangen, ein bisschen so schatzsuchenmäßig. Und wir haben auch wirklich das gefunden, wir haben so ein altes Buch und Perlen gefunden. Oder hier war so ein Düsseldorfer Brief drin, also ein Brief für Düsseldorf, den kann man jetzt nicht lesen. Falls ihr Interesse daran habt, schicke ich euch den auf jeden Fall per Post. Oder so eine Nummer, wir haben da angerufen und da war eine Frau, und die meinte, wir würden verfolgt. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid, dass wir wirklich verfolgt wurden, aber keine Ahnung. Ich schicke euch jetzt erstmal ein Video von dem Buch. Also in diesem Buch sind immer die Bilder halt und dazu steht irgendwas dazu. Die meisten Sachen können wir aber nicht wirklich zuordnen. Da ist zum Beispiel dieses Opa. Da steht Siegburg drunter. Vielleicht kennen die Leute aus Siegburg die Personen da. Oder die Fußwaschung. Vielleicht findet ihr raus, was es heißen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, das ist der Wunderbaum. Da haben wir unseren Schatz gefunden. Dahinter stand der Hinweis. Das haben wir dann irgendwann, als wir uns das genauer angeguckt haben, gefunden. Alle Reisen starten in Hamburg. Keine Ahnung, was die damit meinen. Oder warum sind da Rosen? Keine Ahnung. Aber vielleicht findet ihr das raus. Wir haben da drin, das ist der Brief, wo die Nummer drauf stand. Für Hamburg, also die Hamburger Nummer. Und das ist der Brief für Düsseldorf. Den kann man jetzt nicht lesen. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt mir auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwas findet, also dann schicke ich euch das per Post. Wenn ihr irgendwas findet, sagt mal Bescheid. Das fände ich mega interessant. Ja? Sir, es gibt einen Hinweis auf das Buch in Wuppertal. Wir konnten ein Telefonat mitverfolgen von zwei Teenagern, die keine Ahnung hatten natürlich, dass wir mit in der Leitung waren. Die haben mit einer Missionszentrale in Hamburg telefoniert. Nur in Hamburg? Ja, erstmal nur in Hamburg, aber dann haben sie noch mit anderen, lassen Sie mich schauen, Jugendlichen telefoniert. Hamburg, Siegburg, Düsseldorf, Bonn und Wuppertal. Ich habe direkt zwei Agenten auf sie angesetzt. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Das ist ja genau wie vor 200 Jahren.
Ja, genau. Aber die Mädchen waren so naiv. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas ahnen. Sie sind in keinster Weise ausgebildet, so wie unser Personal. Unsere Agenten sind jetzt unterwegs und werden das alles kontrollieren und den Aufenthaltsort der Personen und des Buches herausfinden und intervenieren. Ich hoffe sehr, dass Sie Erfolg haben, weil das ist die erste brauchbare Spur nach circa 7 Jahrzehnten. Besser für Sie, wenn Sie nicht versagen. Für mich? Ja. Sie tragen die Verantwortung für das Projekt. Das ist ein wichtiges Projekt. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir diesmal die Schriften vernichten können, ja? Okay, Sir. Gut. Ich werde mich dann drum kümmern. Ich bin schon ganz gespannt, wie es nächste Woche weitergeht in der Geschichte. Werden die Verhinderer es schaffen, die Jugendlichen zu fangen? Ich hoffe wohl nicht. Kinder, ihr müsst nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Manchmal kommt alles anders als geplant. Wir erinnern uns, ja, die Jugendlichen hatten eine Mission gehabt. Die wollten nach Tansania, um dort etwas zu starten, den Menschen etwas richtig Gutes zu tun. Und dann, wegen Corona, war alles geplatzt und eine neue Mission begann, ja, beging sozusagen. Und wisst ihr, ich kenne auch sowas. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte geplant, eine Hochzeit stattfinden zu lassen. Ja, ich habe eine tolle Verlobte und wir beide hatten geplant zu heiraten, genau vor 2 Monaten im Mai, doch dann kam Corona. Und Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wir wollten ganz groß feiern mit unserer Familie, mit Freunden, aber das kann so nicht mehr stattfinden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es war eine Zeit für uns, die uns total traurig gemacht hat, wo wir auch verzweifelt waren. Aber was wir gelernt haben in dieser Zeit, das war, dass wir lernen durften, dass ja, Jesus unsere Hoffnung ist. Ja, Jesus ist die Person, die alles zum Guten wenden kann. Manchmal ist es so, wir planen etwas, aber dann tritt etwas anderes ein. Aber Jesus hat die Kraft, alles zum Guten zu wenden. Jesus ist nicht nur unser Tröster, wenn es uns mal nicht so gut geht. Ja, er hört uns nicht nur zu, sondern er ist die mächtigste Person hier auf dieser Welt. Er hat die Kraft, alles zum Guten zu wenden. Und vielleicht denkst du gerade, ja, woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass Jesus alles zum Guten wenden kann? Wisst ihr, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern es steht in der Bibel. Und zwar lesen wir in Römer 8, Vers 38, und da steht ein richtig cooler Vers. Da steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Verrückt, oder? Alles, was geschieht, das kann Gott nutzen, um etwas Besseres draus zu machen. Wie wir auch gesehen haben bei den 2 Jugendlichen aus Wuppertal, ja, die eigentlich etwas komplett anderes im Sinn hatten. Und ihr werdet sehen, in den nächsten Wochen geht es weiter. Deswegen unbedingt einschalten. Wir wollen sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube daran, dass Jesus alles zum Guten wenden kann. Und vielleicht denkst du gerade, okay, Edem, du hast zwar recht, ja, Jesus kann bestimmt einiges zum Guten wenden. Einiges, was vielleicht schiefgelaufen ist, einiges, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Aber kann er auch das, was mich beschäftigt, was in meinem Leben ist, kann er auch das zum Guten wenden? Ich sage, ja, er kann es. Und wir haben in den letzten Wochen richtig viel über Jesus gehört. Ja, und Martin hat etwas richtig Cooles gesagt. Und zwar hat er 3 Punkte genannt, wie wir ganz konkret einfach Jesus besser kennenlernen können. Und zwar ist das erste, Glaube an Jesus. Das hört sich vielleicht einfach an, aber es fängt mit einer Entscheidung an. Es fängt mit deiner Entscheidung an, dass du Jesus nachfolgst, dass du an ihn glaubst.
Ja, zu wissen, Jesus, dass es Jesus gibt, ist das eine, aber auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ich möchte mit ihm Zeit verbringen. Das ist der zweite Punkt. Verbringe Zeit mit Jesus. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, dann lerne ich ihn besser kennen. Es ist wie eine Beziehung. Ja, wir sprechen, ich erzähle ihm von meinen Nöten, von meinen Sorgen und er hört mir zu. Er ist mein Tröster. Und das dritte ist, versuche so zu leben, wie Jesus es möchte. Ja, und das steht auch in der Bibel. Ja, wir können so leben, wie Jesus es möchte. Aber es geht nicht darum, irgendwie ja, Punkte nachzugehen und zu sagen, okay, ja, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen und dann kann ich Gott besser kennenlernen oder dann mag mich Gott auch, sondern es ist eine Unterstützung, es ist eine Hilfe, wie wir das machen können. Und ich finde es cool, wenn wir jetzt gemeinsam auch dafür beten können. Ja, am Anfang habe ich gesagt, hey, du hast vielleicht Dinge geplant, ihr als Familie habt auch Dinge geplant, die vielleicht so nicht stattfinden können oder ja, die so nicht machbar sind. Aber ich glaube, da ist Jesus, der alles gut wenden kann. Und wenn du magst, dann lass uns doch gemeinsam beten. Wenn du gerade zu Hause bist, in deinem Wohnzimmer, in der Küche, dann schließ doch einfach gerne deine Augen. Und ich werde ein Gebet vorsprechen und wir werden einfach dieses Gebet zusammen nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich möchte ab heute lernen, dir zu vertrauen. Danke, dass du alles zum Guten wenden kannst. Du kannst meine Traurigkeit in Freude umwandeln. Du kannst mich mutig machen, da wo ich vielleicht Angst habe. Ich möchte dir komplett vertrauen. Auch wenn es gerade nicht die beste Zeit ist, weiß ich, dass du den größten Plan hast für mich. Danke, dass du mich liebst. Amen. Amen. Hey, Jesus möchte unser Freund sein. Er möchte unser bester Freund sein. Und ich sehe, wir werden immer mehr. Und deswegen, jetzt ist Zeit, um gemeinsam Lobpreis zu machen, um gemeinsam zu singen. Und deswegen, lasst uns gemeinsam aufstehen. Kinder, gebt doch mal euren Eltern einen High Five. Sagt, schön, dass sie jetzt dazugekommen sind. Denn wir wollen starten und darüber singen, wer Jesus ist. Denn er ist unser Freund und wir legen los. Ich sehe, es stehen noch nicht alle. Das ist jetzt die Einladung. Kinder, gemeinsam aufzustehen und Vollgas zu geben. Okay, lasst uns singen. Und alles zusammen. Bist du bei mir, bin ich nicht allein. Super Papa, Beda, Bibidam. Genau. An diesem Tag, ich weiß noch nicht, geht noch was nicht ohne mich. Super Papa, Beda, Bibidam. Okay, und alle zusammen, komm. F-R-E-U-N-D, S-C-H-A-F-T. Ich sag Freundschaft. Ostseestrand, ich mach dich nass. Tuba, papa, bida, bibidam. Yeah, genau. Fußball toben, Party time. Freunde finden nie allein. Tuba, papa, bida, bibidam. Okay, könnt ihr noch, Kinder? Freundschaft. Du bist bei mir. Freundschaft. Sing das Lied noch.